Jo Leute, grüß Gott, wir sind wieder back am Start mit Frauenarzt. Beine spreizen? Jetzt? Ja. Jetzt mach ich den Wir sind gleich Frauenarzt. wieder da. Und Bones MC mit Tag Team. Ja, ne? Letzter Frauenarzt und Bones Song fand ich sehr geil. Jim Beam und Body. Richtig mieser Body. Also, die können zusammen sehr gut Partybanger kreieren, ja. Deswegen freue ich mich hier auf einen Song, der mir die Lust verleiht, LSD zu mir zu nehmen. Ganz einfach. Okay, Bruder, passt. Mehr muss ich gar nicht sagen. Sind beide geil. Ich glaube, zu Bones muss ich gar nicht viel sagen. Bones ist halt einfach, der kann halt was, ne? Auf seine eigene Art und Weise ist musikalisch, kann rappen. Ihr wisst doch Bescheid, ne? Brauche ich nicht viel zu sagen, weiß jeder Bescheid. Lasst Support bei den Bändern, hört den Song und dann bin ich sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. Und abonniert uns. Aber ganz doll. Dankeschön. Kit. Abfahrt. Ja, Mann. Wichtiges Video. Ich liebe die Stimme von Frauenarzt, Die ist ne? echt geil, Ich liebe die ja. Stimme von Frauenarzt. Bei Frauenarzt kriegst du so richtig so, wie heißen die? Scheiße. So Disco-Poco-Vibes. Die Atzen. Die Disco Vibes kriege ich Pogo. da. Dingelingeling. Oh, so ein Ja, Banger, Digga. So ein Banger. die Vibes kriege ich bei der Stimme, wenn ich Frauenarzt höre. Das wird geil. Zeig die Nippel, zieh dich aus, ist auch eine Anspielung an den letzten Song irgendwie. Baby, zeig deine Nippel, irgendwas. Irgendwie sowas gibt's da. Okay. Cool. Ich schwör, Frauenarzt hat die perfekte Stimme für so einen Song. Das ist Safe, krass, Digga, gell? das ist so geil. Frauenarzt Stimme klingt so clean. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach Das ist geil. so geil einfach. Hier über Text, ne? Partygelaber halt, brauche ich gar nicht viel sagen. Also, der Aussage, zeig deine Nippel, zieh dich aus, kann ich mich anschließen. Leute, Free Body Culture, auch für Frauen. Führt das ein. Ich habe kein Problem damit. Ich Ich schon. bin offen für Oh. alles. Oh ja. Und damit Mois Lover 1, 2, 2. Kuss geht raus. Jetzt hoch. Okay, Hook hat mich jetzt nicht so weggefickt, bin ich ehrlich. Macht natürlich krasse Partystimmung und so Safe auf weiter. Hacke ist es geil. Aber ja, Hacke ist safe geil. Hacke ist safe geil. Aber mir hat so ein bisschen der Hook-Ohrwurm-Faktor gefehlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses, dass ich Bock habe mitzurappen. Hat mir ein bisschen gefehlt. Ja. Side out. Die nackten Frauen, die sind versaut. Hau ab und zu ein Schimpfwort raus. Spritz ab auf ihre Wimpern, ouch. Wir fallen. Spritz ab auf ihre Wimpern, ouch. Geil. Also, die Stimme ist so geil, Digga. Bones Stimme ist Ich liebe geil, die ja. Stimme. Ja. Also, solche Lines von Bones kommt immer geil. Ja, Mann. Frauen, die sind versaut. Hau ab und zu ein Schimpfwort raus. Spritz ab auf ihre Wimpern, ouch. Wir fallen mit Tipps und sind glücklich. Haben zwei Geiler Flow. Jungs auf dem Rücksitz und ich sage es am liebsten nicht Bitches. Hey, Bitches riecht sexistisch. Wir machen alle süchtig, weil das ist unser Business. Du sparst die Macht auf wichtig, pass auf, dass du kein Stich kriegst. Du hast doch. Find's voll geil, ich weiß nicht warum. Das ist einfach voll geil. Da kriegt man wirklich Bock auf Party. Safe. Richtig sogar. Was hat er drauf? Hat er drauf? Digga, Maxwell fühlt das Video Aber anders. richtig, er hat sich voll drauf gefreut, Der fühlt bestimmt. den Videodreh, Alter. Das ist unser Business. Du sparst die Macht auf wichtig, pass auf, dass du kein Stich kriegst. Du hast doch geheult, wenn ich wieder unter Füß. Bruder, wir haben Gold in der Fresse. Doch, die Hook hat schon irgendwas. Hat was, ja.
was im Hintergrund da immer ist, Party People oder irgendwie so. Ja. Das könnte gerne lauter sein, weil das finde ich geil. Ich schreibe dann da rein, finde das zu frauenfeindlich. Rap ist nie frauenfeindlich. Das ist einfach frauenfreundlich. Gesetz. Genau. Frauen sollen froh sein, dass sie in Männer-Songs erwähnt werden. Oh, Alter, Bruder. Spaß, Leute, bitte nicht alles zu ernst nehmen. Doch, also, ich weiß nicht warum, aber Rap ist geiler, wenn er frauenfeindlich ist. Ist einfach so. Genauso dürfen Frauen in ihren Rap-Songs gerne männerfeindlich sein. Ja, stimmt. Ne? Weil einfach Fronts und so weiter in Rap-Songs ist immer angebracht. Digga, Max, wo ist du am Eskalieren? Digga, Max, wo das enjoyed... Das Motorboot, Alter. Max, wo enjoyed den Videodreh so sehr, Alter. Das Tag-Team, Tag-Team. Doch, hat er schon was. Safe. Sag ich dir ehrlich. Song ist schon wild, Alter. Ja. Godil, wichtig. Ja, Mann. Schlange Bruder. Ich bin zu viel Angst. Ich glaube, die hat schon größere Schlangen gesehen. Oh. Oh. Nochmal, Hook. Das Tag-Team ist im Haus. Oh, Twazi. Bruder, Kuss. Jetzt haben wir 100. Xie, Alter. So, Leute, nochmal als Statement, weil hier jetzt im Chat eskaliert wird. Ich habe natürlich nichts gegen Frauen. Frauen sind die besseren Menschen, ganz einfach. Aber in Rap sind halt asoziale Lines immer geil. Und da ist auch unter anderem Frauenfeindlichkeit halt was ich in Rap feiere. Ja, weil alle Rap-Lines, die irgendwie jemanden fronten oder so, bocken halt irgendwie. Keine Ahnung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich real irgendwas gegen Frauen habe. Ich liebe Frauen. So, Statement raus. Und Leute, wichtig, in dem Video, die Frauen, ne, die haben ja nicht gesagt, ich will es nicht machen. Die waren dabei, um das zu machen. Also. Genau, die kriegen da auch Cash. Oh Gott, Bruder. Ich wollte halt irgendwie so ein bisschen gerade biegen und das hat mies wieder weggebogen, Alter. Das mache ich doch gerne. Ja. Nee, ich schätze mal, die werden sich da schon welche suchen, die da auch ein bisschen Spaß dabei haben. Ganz einfach. So, Leute, das war unser Video. Ihr könnt uns jetzt gerne canceln. Wir freuen uns. Lasst gerne ein Abo da. Wir freuen uns. Und schaut natürlich bei Frauenarzt und Bones vorbei. Pumpt den Song. Tag Team. Alle rein da. Alle hören auf eurer Party, damit eure Party nicht abloost. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Gute Nacht und ciao.